Bereits seit 20 Jahren leitet Professor Peter Lukas als Direktor der Universitätsklinik für Strahlentherapie Radioonkologie an der Medizinischen Universität Innsbruck. Bevor er seinen Lebensmittelpunkt nach Tirol verlegte, war der gebürtige Münchner an verschiedenen bayerischen Kliniken beruflich tätig. Professor Lukas über die Bedeutung der Strahlentherapie. Ja, Strahlentherapie ist eine der drei Säulen in der onkologischen Behandlung. Das ist die Chirurgie, die Radioonkologie und die internistische Onkologie, die da zusammenwirken. Ganz wesentlich ist, dass diese drei Fächer in den letzten 10 Jahren extrem zusammengewachsen sind. Das heißt, dass onkologische Behandlung heute fast immer eine Kombination aus diesen drei Behandlungsoptionen ist. Und da spielt die Strahlentherapie Radioonkologie mit der wesentlichen Rolle. Sie ist in mehr als 50%, knapp 60% an der Heilung beteiligt und knapp 80% aller Krebserkrankten erfahren irgendwann im Laufe des Lebens eine radioonkologische Behandlung. Professor Lukas engagiert sich seit Jahren für die Zusammenarbeit in der Europaregion Tirol, Südtirol, Trentino. Seit 2003 wirkt er am Aufbau einer radioonkologischen Abteilung für Südtirol in Bozen mit, an der heute bereits 600 Krebspatienten pro Jahr behandelt werden. Im Vergleich dazu beträgt die Patientenzahl in Innsbruck 2000 pro Jahr. Professor Lukas, zur Entstehung der Zusammenarbeit mit Bozen. Ja, wir haben europaweit das erste grenzüberschreitende Modell gehabt im Rahmen eines Center of Excellence Satellitmodells. So hat es begonnen. Das war also wirklich die erste derartige Option, dass man über die Grenzen hinweg kooperiert. Wir haben am Anfang die Strahlentherapie Bozen mit Personal aus Innsbruck ausgestattet, sowohl von Seiten der Ärzte als auch der RTs und der Physik, und haben dann anhand dieses Modells langsam diese Unterstützung aus Innsbruck etwas reduziert, in dem Maß, als Personal aus Südtirol und Italien für diese radioonkologische Einrichtung in Bozen gewonnen werden konnte. Im Dezember 2013 fand am Sitz der Europaregion in Bozen eine interregionale Tagung zur Strahlentherapie statt. Dabei wurde vereinbart, dass eine Befragung unter den Ärzten in Tirol, Südtirol und dem Trentino durchgeführt wird, um die konkreten Bedarfe für die Zusammenarbeit zu erheben. Professor Lukas hat bereits konkrete Vorstellungen, wie sich diese Kooperation weiterentwickeln kann. Ja, da ist der Ansatzpunkt ganz klar das geplante Protonentherapiezentrum in Trient. Das ist sicher eine Bereicherung für die Optionen, die wir auf unserem Fachgebiet haben. Die Therapie ist in fast allen Belangen noch experimentell. Das heißt, da wird es wichtig sein, Studienprotokolle aufzustellen und Patienten aus allen drei Regionen zu akquirieren, um dann diese Studienprotokolle durchführen zu können und möglichst bald zu auch wirklich stichhaltigen Ergebnissen zu kommen. Die Laufbahn von Professor Lukas in Tirol zeichnet sich nicht nur durch seine großen Leistungen in der medizinischen Versorgung und Forschung aus, sondern auch durch den persönlichen Einsatz als Mitglied und Vorsitzender der Ethikkommission am Forschungsstandort Innsbruck. Als deren Leiter trägt er maßgeblich zum Schutz der Patienten, zur Qualität der medizinischen Forschung und in Folge auch zur bestmöglichen medizinischen Versorgung der Bevölkerung bei. Für seine Arbeit bereits mehrfach mit wissenschaftlichen Preisen ausgezeichnet, folgte 2010 die Verleihung des Tiroler Adlerordens in Gold. Wie schätzt Professor Lukas die medizinische Entwicklung in den nächsten Jahren ein? Durch diese Möglichkeiten der deutlich genaueren Strahlenapplikation und damit der Erhöhung der Dosis im Tumor und der Schonung der Normalgewebe wird die radioonkologische Behandlung eine echte alternative Option zur chirurgischen Behandlung sein. Wir haben diesen Trend momentan schon, zum Beispiel beim kleinen Lungenkarzinom, das wir radioonkologisch genauso gut behandeln können wie der Chirurg, ohne dass es einen chirurgischen Eingriff braucht und ohne dass in irgendwelcher Form wirklich fassbare Nebenwirkungen für den Patienten bei der Behandlung entstehen. Ich glaube, das ist ein wesentlicher Punkt und das wird andere Organe auch betreffen. Wir behandeln das Gehirn und die Leber auch schon ohne Messer mit denselben Ergebnissen, die der chirurgische Eingriff erzielen kann. Ebenfalls im Herbst 2013 wurde das Thema der Patientenmobilität im Rahmen der Europaregion Tirol, Südtirol, Trentino diskutiert. Im Mittelpunkt stand die Frage, wie sich die Umsetzung dieser EU-Richtlinie auf die Patienten und auf den Krankenhausbetrieb auswirkt. Welche Chancen und Risiken sieht Professor Lukas? Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Das ist noch nicht ganz absehbar. Momentan sind die rechtlichen Voraussetzungen noch eingeschränkt. Das heißt, es gibt noch keine wirkliche Mobilität in dem Sinn, weil die Bezahlungen halt noch nicht wirklich geregelt sind. Wenn das einmal wirklich frei sein sollte, das heißt, wenn klar ist, dass die Therapien überall gleich bezahlt werden, dann wird es Verschiebungen geben in den Patientenströmen. Und das ist in meinen Augen noch gar nicht absehbar. Das kann durchaus zu Belastungen führen und zu
zu, wie soll man sagen, Behandlungseinschränkungen in Form von Wartezeiten in den Institutionen, die halt sehr als gut bezeichnet werden, guten Ruf haben. Da weiß ich auch noch nicht genau, wie da darauf reagieren. Aber es ist mit Sicherheit eine Herausforderung. Als Mediziner und Forscher liegt Professor Lukas die bestmögliche Versorgung der Patienten am Herzen. Deshalb spricht er sich dafür aus, dass die Zusammenarbeit im Gebiet der Strahlentherapie zwischen Innsbruck und Bozen fortgesetzt wird. Ja, wie gesagt, was für mich ganz spannende Geschichte war, ist, dass das erste Mal grenzüberschreitend überhaupt war, dieses Modell, das wir hatten. Das war eine sehr, sehr gute Erfahrung, muss ich sagen. Insbesondere als die Voraussetzung für das Modell vom damaligen Gesundheitslandesrat Saurer war, die Qualität muss dieselbe sein in allen Einrichtungen. Unter diesem Aspekt finde ich das eine hervorragende Geschichte und mir wird sehr daran liegen, dass das auch so bleiben kann.